Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckhardt und heute geht es um den Stand des EEG 2021, jetzt so ungefähr Mitte, Ende April 2021. Ich nehme das Video gerade am 21. April auf und werde es vermutlich auch heute noch veröffentlichen. Wie ihr neben mir sehen könnt, habe ich hier gerade auch schon einen Artikel aus der ZFK geöffnet, der von gestern ist, vom 20.04. Und wunderbar getitelt wird, Schulze, also unsere Umweltministerin, sagt, Deutschland schafft den Kohleausstieg wohl bis 2030. Das ist übrigens auch eine Ansage, die wir von anderen Stellen genauso hören, von Thinktanks, von Instituten, die da Studien machen, teilweise aber auch von Anlagenbetreibern, also auch durchaus von Kohleanlagenbetreibern, die eben auch sagen, wir werden vermutlich vorher sowieso schon aussteigen. Und kürzlich haben wir auch schon in diese Richtung gehende Aussagen, sogar aus den Häusern RWE und E.ON gehört, die eben auch sagen, naja, vermutlich haben wir auch nicht alles richtig gemacht in den letzten Jahren, in denen wir eben noch viel zu viel auf fossile Energietechnik gesetzt haben und die Erneuerbaren eigentlich zu kurz kamen. Warum ich diesen Artikel geöffnet habe, ist dann eigentlich ein Punkt hier ganz unten. Die Union muss beim EEG wieder gesprächsfähig werden. Ich hatte das damals auf Twitter, glaube ich, eigentlich auch nur mal ein bisschen zynisch auch rausgehauen. Es war ja so, dass zwei der drei Verhandlungspartner aus den Unionsfraktionen, die am EEG weiter dann auch arbeiten sollten, ja mit den Korruptionsvorwürfen dann plötzlich sich auseinandergesetzt haben müssen, die rund um die Corona-Krise ja kamen. Die Herren Nüsselein und Pfeiffer. Pfeiffer war ja sogar der energiepolitische Sprecher der Fraktion, soweit ich mich noch recht entsinne. Die waren ja dann raus, die SPD hat das dann abgebrochen und deswegen ist es auch nicht dazu gekommen, dass wir jetzt im ersten Quartal 2021 auch schon die nächste EEG-Novelle vor uns hatten. Die wird jetzt noch kommen, vor Ostern ist es auch nicht mehr passiert. Ob das jetzt vor der Sommerpause des Bundestags passiert, ist nochmal fraglich. Und ob es überhaupt in diesem Bundestag noch passiert, bevor wir dann ja Ende des Jahres die nächsten Wahlen haben, mal schauen. Hoffentlich, denn wir müssen hier unbedingt ein paar Dinge noch tun. Was hier steht ist, naja, die Reform des EEG muss es kommen, um eben schnell wieder Gesprächsfähigkeit auch herzustellen, sollen die Unionsfraktionen und auch die SPD-Kollegen sich schnellstens da wieder zusammenfinden. Das Wichtige ist ja, dass wir europaweit Ziele haben, was Klimaschutz angeht, was wir aber auch hier in Deutschland extra so uns als Ziel ja eigentlich gesetzt haben, was Klimaschutz angeht. Da ist dann die Energiewende ein ganz essentieller Teil. Das ist natürlich getragen vom Zubau erneuerbarer Energieanlagen. Und das EEG lässt das gar nicht zu. Die Ziele im EEG sind viel zu niedrig. Da steht dann nämlich auch gerade hier in dem Absatz drüber, wir müssen bis 2030 laut unserer Umweltministerin 150 Gigawatt Solarleistung installiert bekommen, anstatt wie aktuell anvisiert 100. Und bei allein schon der Onshore-Windenergie müssen es 95 Gigawatt anstelle 71 sein. Und um das zu erreichen, müssen wir auf jeden Fall die jährlichen Zubauziele des EEG, aber auch die absoluten Zubauziele des EEG deutlich erhöhen. Das ist klar. Das war auch beim Beschluss des EEG 2021 so klar, dass diese Zahlen, die da bisher drinstehen, nicht ausreichen würden. Wie es dann dazu kam, ist schwierig zu sagen. Man kann Politik natürlich immer irgendwie Einfluss aus Lobbykreisen vorwerfen. Aber schlussendlich habe ich auch absolut das Gefühl, dass die Politik in Deutschland, das Gesetzgeber in Deutschland aktuell so ein bisschen auch den Überblick verloren hat, wie man die Energiewirtschaft jetzt wirklich sinnvoll weiter regulieren sollte und was die nächsten Schritte sind, um hier ein wirklich gut funktionierendes System herbeizuführen. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist jetzt auch gerade noch herausgekommen, es gibt hier einen zweiten Artikel auch aus der ZFK, mit dem Thema, hier ist gerade eine Fliege. Tja, da kommt schon die Fliege, wenn man über das EEG spricht. Und zwar, die EU kippt die Anschlussförderung für Ü20-Anlagen. Jetzt sagt man sich erstmal, was? Ist es so, dass jetzt die Förderung, die seit dem 1. Januar läuft, gar nicht legal ist? Nee, kurz zusammengefasst, es geht hier um Windenergieanlagen, die Windkraftanlagen, die ausgefördert sind, die also ihre über 20 Jahre EEG-Förderung nun hatten, Ende 2020 dann praktisch rausgelaufen sind, die sogenannten Post-EEG-Anlagen, ne? Und die ja jetzt durch die EEG-Novelle eine Anschlussnetzeinspeisung machen konnten, aber eben auch nur für ein Jahr. Und dann sollten sie über Ausschreibungen, die jetzt dieses Jahr stattgefunden hätten, eine weitere Anschlussförderung, eine weitere Netzeinspeisung für ein weiteres Jahr bekommen sollen.
Wir gucken auch gleich mal ins EEG rein, um diesen Passus zu finden. Jetzt ist es so, viele Aspekte des EEGs können nur unter der sogenannten beihilferechtlichen Freigabe der EU überhaupt ihre Kraft entfalten. Denn es ist ja so, immer dann, wenn wir zum Beispiel wettbewerbsverzerrende Maßnahmen machen, und das ist bei einer Subvention, aber auch bei diesem Gefühl zwischen echtem Markt und Förderung immer so ein bisschen schwierig. Wenn wir also solche Aspekte haben, die ein bisschen auf Wettbewerb sich die da einfließen, die da eine Auswirkung haben, dann kann die EU sagen, müssen wir erstmal prüfen, ob das so überhaupt in Ordnung ist und ob das nicht vielleicht eine Bevorteilung oder auch eine Benachteilung von Marktteilnehmern in eurem Land gegenüber anderen Marktteilnehmern in anderen EU-Ländern zum Beispiel wäre. Beihilferechtlich heißt ja also auch wirklich, wir haben ja einen gemeinsamen Binnenmarkt und hier sollen alle bitte schön die gleichen Voraussetzungen haben. So, also müssen verschiedene Förderaspekte immer mal bewertet werden und geprüft werden, ob die überhaupt in Ordnung sind. Und beim EEG haben wir einige. Das ist auch hier in diesem Artikel ganz gut zusammengefasst. Und worauf es jetzt gerade eben hinausläuft, naja, wir haben ausgeforderte Anlagen, die also wie gesagt ab 2022 eine weitere Vergütung hätten bekommen können, wenn sie an diesen Ausschreibungen teilnehmen, die da kommen sollten. Das ist aber beihilferechtlich nicht zulässig, wie man aus BMWI-nahen Kreisen hört. Jetzt sagt man gleichzeitig aus diesen Kreisen, naja, das ist auch gar nicht erforderlich, weil sich die Marktpreise zuletzt erfreulich entwickelt hätten. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Aussage von einem Wirtschaftsministerium, eben so zu sagen, naja, unsere illegalen Maßnahmen, die wir uns gewünscht haben, das ist ja gar nicht schlimm, dass die illegal sind, weil man braucht sie ja sowieso nicht, der Markt hat sich ja alleine geholfen. Wenn das das Selbstverständnis ist eines Ministeriums, dann schade. Das hätte natürlich auch anders laufen können. Es ist nun eben so, dass tatsächlich relativ viele Anlagen, die aus der Förderung Ende 2020 gefallen sind, vorher schon sich auch überlegt haben, naja, es gibt immer noch die Alternative eines PPA, ne, Power Purchase Agreement, also diese relativ bilaterale Vertragsfindung, wo man dann eben sagt, wir sind Anlagenbetreiber, die Anlage läuft, ihr seid ein Unternehmen, entweder ein großer Industriekonzern, der selbst Energie einkauft für sein eigenes Portfolio, oder man ist halt ein Energieversorger und möchte deswegen Energie in sein Portfolio einkaufen, dann macht man halt einen Vertrag miteinander, ohne Börse, ohne weitere sagen wir mal EEG-Direktvermarktung und so weiter. Ja, das ist dann kategorisch die sonstige Direktvermarktung nach dem EEG und eben nicht eine der klassischen anderen Varianten. So. Und wenn man das macht, dann hat man im Zweifel einen guten Vertrag, der einem eben auch eine feste Vergütung vorgibt oder eine flexible Vergütung, auch anhand der Börsenpreise vielleicht angelehnt vorgibt. Und dann hat man eine Möglichkeit, seine Anlage weiterhin laufen zu lassen, auch wenn sie aus der EEG-Subventionierung rausfällt. Das haben viele wohl gemacht und es sagt hier eben auch das Ministerium, naja, das haben so viele gemacht, wir brauchen diese andere Variante auch überhaupt nicht. Das kommt hier eben auch nochmal zur Sprache in dem O-Ton. Die im Dezember in den EEG-Entwurf aufgenommene Ankündigung von Ausschreibung kam sowieso spät und war zugleich durch viele Restriktionen belegt. Nun ist sie ja auch noch illegal. Geringe Ausschreibungsmengen und schon damals als offensichtlich dicht am Marktwert zu bezeichnende Höchstwerte sind hier zu nennen. Auch die für 2021 zugesagte Anschlussförderung kam zu einem Zeitpunkt, zu welchem viele Akteure bereits zum Abschluss von Kontrakten gezwungen waren, die also bereits diese PPAs zum Beispiel gemacht haben. Und der jetzige Verzicht auf die Ausschreibung sei reine Kosmetik, auch wenn da ein rechter Fehler ist, lieber ZFK. So, dieser Verband. Also, läuft drauf hinaus. Die EU sagt, dieser Passus des EEG, den könnt ihr nicht machen. Damit können die Windkraftanlagen in diesem Jahr nicht an Ausschreibungen teilnehmen, die eine weitere Netzeinspeisevergütung für das nächste Jahr möglich gemacht hätten. Das heißt, die müssen in diesem Jahr sich jetzt mal noch darum kümmern, ein PPA oder was Ähnliches abzuschließen, um weiterhin eine Vergütung zu bekommen, die halbwegs tragbar ist. Jetzt kommt es eben auf die einzelne Anlage an, wenn die schon 20 Jahre lief und wenn die sich vielleicht auch schon ganz gut etabliert hatte, wenn die immer noch effizient ist, dann ist die im Zweifel schon abgeschrieben, dann macht die sowieso nur noch ein Plus und dann kann man sich eben anhand eigener Wirtschaftlichkeitsberechnungen einen Weg suchen, der jetzt hier sinnvoll wäre. Im Worst Case wäre es, ne, die Anlage stilllegen. Das wollen wir natürlich nicht. Im Best Case gibt es eine richtig gute Möglichkeit, den eigenen Strom dann eben an irgendein Unternehmen zu verkaufen, über zum Beispiel so einen relativ flexiblen PPA. Das ist dann eben eine schöne Möglichkeit.
Worum es dabei ganz konkret geht, ist hier vor allem also im EEG selbst, der Paragraph 23b, besondere Bestimmungen zur Einspeisevergütung bei ausgeförderten Anlagen. Und dort haben wir dann den Absatz 2 bei ausgeförderten Windenergieanlagen an Land, bei denen der ursprüngliche Anspruch am 31. Dezember 20 beendet ist, ermittelt die Bundesnetzagentur durch Ausschreibungen, und dazu kommen wir dann gleich, die Anspruchsberechtigten und den anzulegenden Wert für die Höhe des Anspruchs auf die Einspeisevergütung. Also es gäbe dann Ausschreibungen, die eben sagen, das Geld kriegt ihr über die weitere Netzeinspeisevergütung. So, und dann ist das an weiteren Stellen nochmal genauer beschrieben, dass es dann eben zum Beispiel bis zum Ende 22 so gelaufen wäre. Und weiter unten finden wir dann verschiedene Regelungen eben dazu, wie diese Ausschreibung auszusehen hätte. Und ganz am Ende gibt es dann nochmal die Aussage, naja, beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt. Das Ganze muss eben noch von der EU bestätigt werden. Und das ist jetzt nicht passiert. Also sind diese Teile des EEG so nicht anzuwenden. Das ist jetzt natürlich ganz spannend. Diese Situation, in der wir uns befinden mit dem EEG, ist absolut nicht zufriedenstellend. Ich unterrichte ja nebenbei auch an einer Hochschule. Und wir kamen da auch kürzlich erst wieder zu dieser Diskussion. Naja, was sind denn jetzt eigentlich die Bausteine, um die Energiewende weiter aktiv vorantreiben zu können? Denn die Kapazitäten, die wir haben, reichen auf jeden Fall nicht aus. Und wir müssen sowieso so viele Kapazitäten zubauen, dass die in Kombination mit Speicheranlagen über die nächsten Jahrzehnte hinweg dann eben auch die gesamte Energieversorgung Deutschlands klar machen können. Und das ist eben mit den Vorgaben des EEG nicht zu machen. Das EEG ist in den Zielen einfach viel zu niedrig angesetzt. Das ist viel zu wenig innovativ, viel zu wenig an einem echten Markt dran. Wir waren in der Vergangenheit in einer Situation, wo wir eben sehr stark mit Subventionen gearbeitet haben. Wir wollen eigentlich in eine Situation, in der wir sehr stark mit dem echten Markt arbeiten, wo sich auch erneuerbare Energieanlagen ziemlich gut positionieren können, wenn es einen echten Markt gibt. Jetzt sind wir aber so ein bisschen in dieser Zwischenebene, in der nichts so richtig läuft, in der wir eine marginale Förderung aus dem EEG machen, weil es natürlich auch immer teurer wird und das Geld muss auch irgendwo herkommen und es ist schwierig. Bisher kommt es ja von der Stromrechnung des Endkunden und das will ja niemand, das wird immer teurer. Deswegen ist der Strompreis in Deutschland für Haushaltskunden so teuer, das will niemand mehr, das muss also sich auch ändern. Also hat man immer versucht, das EEG, die Förderung des EEGs zu schmälern, damit diese Belastung nicht so hoch wird. Vielleicht wäre es eine gute Lösung gewesen, die gesamte EEG-Fördersystematik zu ändern und eben das nicht mehr auf den Haushaltskundenpreis aufzuschlagen, sondern diese EEG-Umlage abzuschaffen und wie jetzt ja auch angedeutet, die CO2-Bepreisung zum Beispiel zu nutzen, um hier Einnahmen zu generieren und ansonsten das eben aus Steuergeldern zu machen, so wie wir es in den letzten Jahrzehnten auch für Atomkraftanlagen und auch für Kohlekraftanlagen ja immer gemacht haben. Das ist ein super spannendes Thema. Ich werde mal gucken, ob ich das auch nochmal irgendwann auseinandernehme. Die Energiewirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte, also vor allem seit der Gründung der Bundesrepublik. Da gibt es nämlich teilweise echt erschreckende Erkenntnisse, wenn man sich das genau anschaut, wie viel Geld in die Kohlekraft und die Atomkraft gesteckt wurde und das aus Steuergeldern, während man bei den Erneuerbaren das eben auf die Endkundenrechnung aufgeschlagen hat und vergleichsweise wenig aus dem eigentlichen Steuergeldern gekommen ist. Und da gab es ja auch damals schon den sogenannten Kohlepfennig und dann gab es verschiedene, also der auch auf eine Rechnung aufgeschlagen wurde, dann gab es verschiedene Entwicklungen, die das dann wieder rückgängig gemacht haben. Das ist schon spannend, das werden wir vielleicht auch nochmal machen. Ihr seht also, die Energiewende und gerade jetzt die Gestaltung des EEG ist ein langes Thema mit vielen Problemen und Herausforderungen. Und wir sind jetzt gerade in einer unglaublich unzufriedenstellenden Position, in der wir also auch tatsächlich die Finanzierung von EEG-Anlagen neu definieren müssen und wo wir eben auch schauen müssen, dass wir den Weg zu einem echten Markt viel besser bereiten als sowohl Politik als auch Gesellschaft als auch natürlich Wirtschaft. Wir müssen bereit sein, erneuerbare Energieanlagen direkt selbst aktiv zu vergüten für das, was sie leisten. Und das entwickelt sich auch. Die PPAs sind teilweise lukrativ für Anlagenbetreiber, weil natürlich der echte Ökostrom auch wertvoll ist für das eigene Image eines Industrieunternehmens oder eines Versorgers. Klar. Und wenn man das eben weiterentwickelt oder wenn man jetzt auch wirklich die Hürden abbaut, die zum Beispiel aus den Gesetzen, zum Beispiel aus dem EEG kommen, dann könnte sich das auch schnell in die richtige Richtung entwickeln. Wir müssen auf jeden Fall viel mehr zubauen. Der Stand des EEG 2021 im April, was da hier über mir steht, ist also nicht zufriedenstellend. Es muss unbedingt was passieren. Mindestens müssen die Zubauziele sofort erhöht werden. Und dann hoffen wir auch mal, dass jetzt die Fraktionen im Bundestag das auch noch vor der Sommerpause über die Bühne bringen und spätestens vor
dem Ende dieser Legislaturperiode noch über die Bühne bringen, damit wir endlich richtig loslegen können. Naja, der Stand ist also suboptimal. Habt ihr Fragen, Kommentare, Ideen zum EEG, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr auch immer das nächste Video nicht verpasst, sondern so eine kleine Benachrichtigung bekommt, zum Beispiel auch in eurer App auf dem Smartphone. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.